da oben steht's. Guckt mal. Derelict-Zeit, 1809 Kilometer. Und was soll ich da machen? Da soll ich eine vermisste Crew auftreiben, beziehungsweise suchen. Die soll sich in der Constellation aufgehalten haben. Ich nehme mal an, das ist Hurston, weil ich befinde mich hier auf Everest Harbor. Willkommen übrigens in Star Citizen, wie man unschwer erkennen mag. Ja, dann holen wir uns mal ein Vehikel, mit dem wir da auf Hurston gut nach einer Crew suchen können. Was ist denn hier? Ich habe nur die Avenger vor. Ich möchte eventuell auch ein bisschen Loot auftreiben. Das heißt, was könnten wir denn da nehmen? Die Raft. Naja, die Raft. Weiß ich nicht. Mal kurz gucken. Das ist alles noch unterwegs. Ja, komm, dann nehmen wir die Avenger. Wenn das alles noch unterwegs ist. Ich fliege in der letzten Zeit so häufig die Avenger. Der Swoop wird begeistert sein. So, Pet 01. Ich bin ja immer noch im Pazifismus-Modus hier. Also das heißt, ich darf selbst auferlegt nicht schießen. Das wird schon spaßig. Ich guck mal, ob ich vielleicht noch eine Bunker-Mission annehme. Da kann man ja auch looten. Wenn da auch Security Forces unterwegs sind, dann beschießen die sich ja. Dann könnte ich ja vielleicht die Leichen abgreifen. Warum kommt denn hier kein Aufzug? Wer hat mich da gerade weggeschubst? Ich weiß es nicht. So, Pet 01 war das, glaube ich. Na, ist da irgendeiner mit mir hier drin? Nein, alles gut. So, ich bin übrigens voll bewaffnet, was Heilung betrifft. Zeig das gleich mal. Sobald ich angekommen bin. Die Fahrstühle sind verdächtig langsam heute. Ich weiß auch nicht. Aber da kommen wir. So, also was heute auf dem Programm steht, heute steht Looten auf dem Programm. Ich will ja eigentlich ein bisschen Loot einsacken. Ohne zu schießen wird das natürlich ein bisschen spannend, wie ich da an Loot rankomme. Ach, die Wolken von Crusader. Ich würde mal sagen, ach nee, nicht Crusader, von Hurston. Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Ich finde, das hat schon was. Ein bisschen dick, ne? Also ein bisschen übertrieben, ne? Die Wolken sehen aus wie... Könnte ein mittelmäßiges Unwetter sein. Was atme ich denn so schwer? Komm, rein hier. So, Enter Ship. Wenn ich diesen Auftrag gemacht habe, dann müssten auch die anderen Schiffe, die ich hier hingerufen habe, vorhanden sein. Dann können wir was Größeres fliegen. Die Schiffe stehen nämlich alle unten auf... hier. Unten auf Hurston. So, komm. Ja. Ab hinter. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich muss um den Planeten einmal rum, ne? Sieht so aus, ja. Derelict-Zeit. Ich gucke gerade. Was schwirrt denn da um mich herum? Guten Tag, mein junger Freund. Wer bist du? Weiß ich nicht. Er hält da auf jeden Fall an. In der Sonne befindet er sich. Wollen wir ihn uns mal angucken? Eine Gladius, aha. Ja, ich tu dir nichts, keine Sorge. Ist alles fein. Jetzt guckt er sich mit dem. Wahrscheinlich wird er von ihm gescannt, nehme ich mal stark an. Mal gucken, wer denn da an Bord ist. Sieht aus, als hätte er sein Cockpit offen, ne? So ein bisschen. Mit dem auch sei. Wir wollen ja eigentlich dahin. So. Was haben wir da? Obstructed Hurston. Da haben wir aber auch wieder nichts, was da in der Nähe ist, ne? Was, wo wir da hinhopsen könnten. Na, da sowieso nicht. Moment. So. Derelict-Zeit. Was da in der Nähe ist, ist HDMS Pinewood. Am ehesten, glaube ich, oder?
HDMS Pinewood Set Root. So. Jetzt gucke ich mal gerade. Ja, sieht gut aus. Werden wir trotzdem ein bisschen fliegen müssen, aber die Avenger kann das ja zum Glück ganz gut. Einmal um den Planeten rum. Der übrigens extrem geil aussieht. Habe ich das schon gesagt? Hat definitiv was. Jetzt wird es leider eine Nachtlandung. Also was heißt eine Nachtlandung? Eine Nachtmission. Oder? Ja, tatsächlich gar nicht mal. Vielleicht Abenddämmerung oder sowas. Schauen wir mal. So, komm, gib mir die Kontrolle. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da hin. Hä? Ach, guck mal, das ist ja im All. Hahaha. Ist ja einfach. So, dann können wir gleich mal nach oben juckeln. Ich erlaube mir jetzt mal aus der Atmosphäre im Coupled-Modus zu fliegen. Damit ich mir ein bisschen hier... Was ist das da hinter mir? Dieser rosa Strich hier an meiner Heckflosse. Seht ihr den? Dumme Frage. Natürlich seht ihr den. Komisch. Egal. Ignorieren wir mal. So, sind wir schon raus? Naja, noch raus, ja, aber... Wir heben noch... Eben noch gut ab. So, zum Glück ist die Avenger so schnell. Kann man gleich mal hier. Gleich mal noch ein bisschen Stoff geben. Letzte Zeit fliege ich die verdächtig häufig. Keine Ahnung warum. Ich finde das gut, dass die Wolken auch nicht so gleichmäßig verteilt sind. Wir sind ja jetzt hier zum Beispiel über einem Gebiet von Hurston, wo fast überhaupt keine Wolken. Da hinten am Horizont so ein paar Fusselwolken. Da schon ein paar mehr, aber alles so am Horizont. Na gut, hier vorne, die sind etwas näher dran. Aber schon cool. So, wir sind auf 45 Kilometer. Gehen auch gut nach oben. Können im Prinzip schon mal aufs Ziel uns ausrichten. Ich bleibe aber noch im Coupled-Modus, weil im Moment bremst uns ja noch die Atmosphäre. Deswegen müssen wir noch ein bisschen Schub geben. Aber man sieht, wie schnell wir sind, ne? 1,3 Kilometer pro Sekunde. Kilometer unter uns der Planet. Wunderschön. So, lass gucken. Ja, sieht gut aus. Was ich versuchen werde, ist, habe ich einen Traktorstrahl dabei? Gleich mal gucken, was mein Inventar sagt. Wäre natürlich günstig, wenn ich einen Traktorstrahl dabei gehabt hätte. Dann könnte ich eventuell die Leichen hier... Aber gut, bei der Constellation ist eh nicht viel los. Den Traktorstrahl, den holen wir uns dann. Wenn ich vor Ort bin. So, 100 Kilometer noch. Kurz gucken, was die Leute im Chat sagen. Nichts Aufregendes. So, 80 Kilometer Höhe. Das heißt, gleich können wir hier aus dem Coupled-Modus raus. Wobei wir auch schon nur noch 70 Kilometer zu fliegen haben.
90 Kilometer. Also das scheint ganz knapp über der Gravitationsgrenze zu sein hier. Wenn wir gleich sehen, 96. Ich habe meinen Coupled-Modus ausgeschaltet. Jetzt sackt er nämlich auch schon wieder so ein bisschen durch. Seht ihr? Der Geschwindigkeitsvektor. Wobei, jetzt sackt er nicht mehr. Kann man schon mal ein bisschen bremsen. Bremst die Kiste. Oh Gott, sie bremst aber nicht sonderlich gut, die. Moment. Ich werde gleich dran vorbeischießen. Jupp, da ist es. Sehr schön. So, die Hecktriebwerke bremsen halt wesentlich günstiger, ne? So. Warum sehe ich da keine... Ich sehe da keine Constellation, ohne Witz. Okay, ich würde sagen, wir haben hier keine Constellation. Aber so überhaupt keine. Da ist irgendwas. Oh Gott, die spawnt jetzt so langsam, oder? Ja. Super. Bisschen rückwärts fliegen. Super. Ah! Oh Gott, ich bin mittendrin. Bisschen rückwärts, komm, bisschen rückwärts. Alles cool. Du hast alles unter Kontrolle. Warum spawnt die denn jetzt so langsam hier? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Na, kommst du mal? Das ist ein bisschen gruselig. So ganz langsam. Nein, ich lade gerade nichts hoch. Die spawnt jetzt so lang. Ich steig mal aus und es wird total lustig. Warte mal, wo ist denn hier? Warte mal, hier? Da? Nee. Wo ist denn hier der Knopf zum... Ich will auch aussteigen. Bricht mir gerade der Server weg oder was ist los hier? Ich hab nichts gemacht! Mein Schiff! Nein! Wo fliegst denn? Ich hab nichts gemacht! Wo willst denn hin? Hilfe! Du dusselige Kiste! Der hat auf einmal Schub gegeben. Ich hab den Joystick nicht angefasst. Warum hat er das denn jetzt gemacht? Jetzt ist die Constellation da. Sehr gut. Ich setze mal ein Beacon. Ich probiere mal. Hilfe! Ich wurde noch nie abgeholt. Wollen wir das mal ausprobieren? Beacon. Warte mal. Transport Beacon. Dafür lasse ich auch was springen. Create a Beacon. So. Press to select. Was nehmen wir denn? Medical. Personal Transport. Press to Destination. Ich würde mal sagen... Wieso Destination? Nein, ich will nach Everest Harbor. So. Any Rep Level, Enter Value. Was gehen wir denn dafür aus? 10.000, komm. So. Broadcast Beacon. Das ist es mir wert. Habe ich den jetzt gebroadcastet? No Beacons. You currently have no active Beacons at this time. Use the Create Button. Habe ich auch nicht, hat nicht geklappt. Nochmal, Create Beacon. Press to select. Personal Transport. Ah, jetzt hat's. Nee, oder? Keine Ahnung. Habe ich jetzt? Jetzt habe ich einen. Ja, ich habe einen aktiv. So. So, vielleicht reagiert ja jemand drauf. Hilfe! Ich mache mal einen Chat an. Da, wo bin ich denn? Ich bin
Na, ihr könnt mich ja auch noch. Ich meine, die Gravitationsgrenze ist nicht weit. Ich muss nur auf Hurston zufliegen und irgendwann falle ich runter. Aber wir machen jetzt erstmal hier den Quest. Was für eine Scheiße. Was für ein Grützekuchen. Warte mal, Search. So, 1500. Hey! Wenn ich Glück habe, krieg ich alles wieder rein, was ich verbraten habe. Der schwebt hier auch ganz toll rum. 10.000 habe ich ja ausgegeben. Dann kriege ich auch 10.000 wieder rein. Da ist auch wieder einer. So, der hat die Embryonalhaltung eingenommen. So. Also die gute Sache ist schon mal, ich verdiene Geld, aber ob ich hier jemals wieder wegkomme, wollen wir mal so Reality, Star Citizen Reality machen. Ey, was ist denn das hier? Da schwebt wer rum. So, auch noch ein bisschen Geld. 4 von 6. Entschuldigung, ich wollte sie nicht körperlich belästigen. So, vielleicht muss ich das auch in den Chat schreiben. Vielleicht sind die Leute auch zu beschäftigt gerade. Das machen wir gleich mal. Aber erstmal suchen wir hier die Leichen zusammen. Hey, ich könnte auch verdursten. Ich habe ja was zu trinken dabei. Das Problem ist, ich kann nur nichts trinken, weil zum Trinken müsste ich den Helm abnehmen und das wäre vielleicht ein bisschen ungünstig. Ken, One SU Box, bla bla bla, nichts, was mich betreffen könnte. Ich hoffe, der schreibt mich an, falls hier irgendwas ist. Falls irgendeiner kommt. Oder kriege ich eine Meldung, wenn... Hier ist der komische. It's hard in the night. Nee, ich meine, ich könnte mich jetzt ja umbringen, aber ich mache mal einen hier auf Realo. Also ich mache mal jetzt hier mal so Real Life. Quatsch, nicht Real Life. Ich mache mal einen hier auf immersives Gameplay. Ich werde mich jetzt mal nicht umbringen oder mich ausloggen, neu einloggen. Nein, ich will jetzt hier abgeholt werden. Und wenn ich... warum hat mein Schiff auf einmal den... Das ist ja auch so eine interessante Frage. Warum hat mein Schiff auf einmal den Schub angeschmissen? Da ist noch einer. Oder habe ich den schon mal? Nö, auch noch nicht. 2100, sehr schön. Würde ich das machen, auf so ein Beacon reagieren? Ich weiß es nicht. Für 10.000 kann man das schon mal machen, oder? Allerdings könnte ich ja auch eine Falle sein, ne? Ich könnte ja auch hier... Einen müsste ich noch finden. Ich könnte ja auch eine Falle sein. Es könnte... Den hatten wir, glaube ich, schon da unten, oder? Könnte ja auch eine Falle sein. Allerdings wäre das eine sehr... sehr... kompliziert gestellte Falle. Ja, den hatten wir schon. Den da? Ist das überhaupt einer? Nee, das ist, oder? Ja, doch, der ist, aber den... Guten Tag. Ich durchsuche sie mal. Nee, den hatten wir schon mal. Wenn nicht, probieren wir das mal. Also im Chat hier. Stranded. Pilot needs taxi. My Avenger decided to go full throttle when I left it low orbit over Hurston at a wreck. So, ich hoffe, das war irgendwie eindeutig. Just did a tresser, what the fuck going wrong with them? Okay, also, während die Leute gezeigt haben, darauf zu reagieren, fliege ich hier noch ein bisschen rum.
I'm dreaming of a white Christmas. Wenn ich nämlich den kürzesten Weg nach unten, wird schon gut gehen. So. Da ist noch einer, oder? Der sieht irgendwie noch. Ja, das war der letzte. Sehr gut. So. Erfüllt. Objective complete. I need a taxi, please. Soll ich den kürzesten Weg nach unten nehmen? Ich meine, das wird dann aber definitiv ein Tod. Vielleicht habe ich mich auch zu kompliziert ausgedrückt. Vielleicht hätte ich reinschreiben sollen, need taxi. Now. Thank you. Paying 100.000 auf irgendwas. So, ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas kriege. Muss mal kurz gucken. Warum ist mein Avenger dusseliges Stück? So eine Grütze. I need a taxi, please. Was habe ich denn dabei? I need a mining attachment. Pilot needs taxi. Stranded in low orbit over Hurston. Kam aber, hat aber lange gedauert, bis er das abgesendet hat. So, go to location, you know, as any give you away from the station. Alles nichts, was mich betreffen würde. Hui! Warte mal, wir können ja mal. Warte mal, ich guck mal kurz in die Sonne, dann sieht man mich besser. Journal Entry? Nee, auch nix. Keiner will mich abholen, ihr egoistischen Schweine! So. Also ich bin gut ausgestattet, wie ihr vielleicht seht, wenn es darum geht, jemanden zu heilen. Ja, hier lauter Healing-Kram, alles dabei, ist alles gut. Hab sogar Essen und Trinken dabei, was mir allerdings nichts bringen wird, weil ich... I need a taxi. Nobody cares about me. Ich nehme das jetzt bis zum Ende so auf, damit ihr seht, wie ich nicht abgeholt werde. Kann ja nochmal gucken. Ist mein Beacon noch aktiv? Ha? Distance to Sobrillion. Nee, ich kann ja meinen Beacon nicht selber annehmen. Komm, 10.000 ist okay. Muss mich ja nur einmal um den Planeten rumschippern. Oder mich umbringen. Hello, hello. Turn your radio on. Is there anybody out there? Help me sing that song. Stranded pilot needs taxi. Low orbit over Hurston. So. So. Aber die haben gerade ihre eigenen Probleme. I need a taxi. Ich nehme den Weg nach unten. Ich kenne da nichts. Das wird ein langer Fall. Ein ca. 100 Kilometer langer Fall. Aber hey. Ich will mitgenommen werden. Nein, ich weigere mich. Das ist jetzt auch Sturheit, ja? Ich werde heil nach Hause kommen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, und ich werde nicht ausloggen. Nein. Mir vollkommen Wumpe. Wo sind die ganzen Kinders? Wer ist überhaupt alles online? Ich guck mal. Ich muss mal kurz nachgucken, wer alles online ist. Nee, warte mal. Wo sieht man das? Hier. Da, sind 45 von 50 sind online. Das
Muss doch irgendeiner muss doch hier rumscharwenzeln. Die können doch nicht alle in Crusader rumümmeln. Es reagiert auch keiner, als wäre ich das Arschloch vom Dienst. Guck mal, haha, da ist einer gestrandet. Könnte ja wenigstens mal einer sagen, dass er keine Zeit hat. Ihr Knalltöten. Ich werde hier verdursten. Ich glaube, das wird's sein. Hello, hello. Wie viel Platz habe ich in dem Inventar? Das ist sowieso so eine Macke. Mein Rucksack ist angeblich mit einem Werkzeug und hier ein paar Sachen tut komplett voll. Das stimmt irgendwas nicht, ja? Ich kann das ja mal hier unten reintun, geht das? So, jetzt sind 104. Also ihr seht ja, da ist überhaupt nichts drin. Ich weiß gar nicht, warum mein Rucksack zu 101% voll ist. Das, irgendwas stimmt da nicht. So, jetzt hier, pass auf, jetzt mache ich mal das hier rein. Jetzt ist er nämlich komplett leer, ist immer noch zu 95% voll. Ihr Knallfrösche. Niemand will mich abholen. Nobody cares. Nobody knows the trouble I've seen. Keiner mag mich. Hey, ich weigere mich. Ich werde hier oben rumschweben, bis ich verdurstet bin. So. Wir versuchen es mal anders. Pass mal auf. New Be Pilot wants to admire your big shiny ship. Can someone show me a real expensive ship? I P.S. You have to show it to me in a low Hurston orbit where I have stranded with my sheep Avenger. So, versuchen wir es mal. Machen wir mal. Soll mal einer sein. Wir wenden alle psychologischen Tricks an. Da springen normalerweise immer Spieler drauf an, wenn man sagt, hier, zeig mir dein großes... Das ist so ein Männerding. Zeig mir dein großes, glänzendes Schiff. Aber im Moment klappt es auch nicht. Habe ich Sheep richtig geschrieben? Nee, habe ich falsch geschrieben. Egal, die Sonne geht langsam unter. Und mein Durst geht rauf. Ist das normal, dass keiner auf mich reagiert? Sehe ich irgendwie komisch aus? Bin ich hässlich? Wie nenne ich diese Folge? Ich nenne diese Folge Selbstgespräche im Orbit. Ist eine gute Idee. Help! To say it in other words. So. Nobody knows the travel. Ohne Witz, die ignorieren einen alle. Was ist das hier für ein Saustall? War da nicht mal die Rede von der freundlichen, hilfsbereiten Star Citizen Community? Könnt ihr wenigstens sagen, dass sie keine Zeit haben oder keinen Bock? Bring euch alle um. Ich nehme den Weg nach unten. Was? Is requesting combat? Nein! Ich kann jetzt keine Combat Assistance. Erstens schieße ich nicht und zweitens hänge ich im Orbit fest. If no one will come and pick me up, I will throw myself down to the planet in Eva. You don't want to was heißt denn schuld sein? You don't want to have my life on your bill. Klammer auf, crying
crying. So. Reagiert auch keiner. Niemand reagiert. Ich bin ganz alleine. Hab mal schon den Eindruck, ich bin zu eindeutig. Warte mal. Stups. Au. Das hat aber wehgetan. Oder? Naja, hat nicht wehgetan. Warum hilft einem denn hier keiner? Ich bin ganz alleine. Die denken bestimmt alle, das wäre so eine Falle. Denken alle, oh, guck mal, ja, der will eine Falle stellen. Vielleicht kann ich ja die, wir machen jetzt Space Engineers. Vielleicht kann ich ja die Constellation hier, ich meine, die ganzen Trümmer sind ja noch da. Vielleicht kann ich ja die zusammenbauen. Also so wieder flugfähig machen. Guck mal, also wir fangen mal an damit, dass wir die Luftschleuse zumachen hier. 1, 2, 3. Was war das? Ich kann ja mal gucken, ob ich hier. Kann ich hier was plündern? Nein. Ja, ich muss die nur. Ich meine, ich habe ja auch ein bisschen Shipwrecker gespielt, ne? Ich muss die nur auseinanderschweißen und die richtigen Teile an die richtige Position wieder anbringen. Did. If you are as a regular dude, you might get some pickup when you try making a transport beacon. That's what have you. Did I mention. I've set up a transport beacon with 10k credits. So,